Lord help me please, I'm on my knees. I got Corona. Du, ich wollte dich noch fragen, wie du zu dem Ganzen stehst mit der Corona-Situation und dem Projekt. Sollen wir das morgen anstarten? Ja, für mich spricht nichts dagegen. Es ist nicht verboten, auf irgendeiner Hütte zu fahren. Es ist nicht verboten, am Berg zu sein. Ich habe auch vorher mit den anderen telefoniert und die sehen es eigentlich genauso. Unser neuer Film heißt Metanoia. Metanoia beschreibt die neue Auffassung von bestimmten Dingen, die veränderte Auffassung von Dingen, die man vorher anders gesehen hat und nun in ein neues Licht rückt. Also wir waren zu sechst auf der Timmelsjoch-Zollhütte oben. Wir sind 3 Tage vor dem Corona-Lockdown hochgefahren, natürlich noch unwissend, dass es kommt. Also wir haben eigentlich geplant gehabt, jetzt einmal ein Fuhrzeug aufzufahren, dann abfahren und dann mit dem Rest aufzukommen. Jetzt, wo wir da stehen, sehen wir gerade da hinten, dass der Lift einzogen wird. Runterfahren können wir immer noch und abgeschottet von anderen sind wir da auch. Also selbst wenn wir keinen Film machen, würde ich trotzdem auf die Hütte fahren im Moment. Passt, dann machen wir. Dann kam eben der Lockdown und wir waren eigentlich komplett überfordert mit der Situation und haben echt zu kämpfen gehabt, wie wir damit umgehen. Das, was am wichtigsten war, das war eben dieser Sinneswandel von uns, wie man am Anfang merkt, wo wir recht ruhig sind, recht entspannt und wie das kontinuierlich immer angespannter wird. Und so sind wir zu dem Wort und auch dem Titel Metanoia gekommen. Ja, also wir haben das Projekt schon vor 1,5 Jahren geplant. Im Oktober haben wir schon Zeug auf die Timmelsjoch-Zollhütte gebracht, um eben dort einen Film über die Grenzen zwischen Italien und Österreich, aber auch generell über Grenzen und Freundschaft zwischen den Grenzen zu machen. So wie wir den Film dann gemacht haben, so kann man nicht wirklich planen, weil diese Corona-Pandemie gekommen ist. Und die hat uns auf jeden Fall zu schaffen gemacht, am Berg durch Benachrichtigungen von anderen, dass beispielsweise dann Einschränkung war in Skitouren gehen etc. Ursprünglich haben wir dann, während wir auf der Hütte waren, nicht mal gewusst, ob das ein Film wird, ob das ein Film werden kann. Und der Paul war da so engagiert und hat so das Ganze so real eingefangen, wie es auch passiert ist. Ja, die Stimmung war sehr angespannt, also keiner wusste irgendwie, was wir jetzt machen sollen. Wir waren alle sehr, sehr ruhig auch und haben eben überlegt, wie wir da jetzt am besten mit umgehen. Und dann habe ich halt gedacht, ja, das ist so eine intensive Stimmung gerade da. Das muss man einfach festhalten. Und auch die ganzen Diskussionen, genau, ohne, wie gesagt, zu wissen, ob wir daraus jetzt einen Film machen oder nicht. So, jetzt ist 4 Uhr, wir starten jetzt. Also gut.